Es begann gewissermaßen mit der Verkaufsstrategie des Irakkriegs. Als ich sah, dass die Medien auf eine Weise die Parteilinien überschritten und ich merkte, dass es nicht nur die republikanische Führungsschicht oder die demokratische Führungsschicht war, sondern das gesamte unternehmerische Etablissement, welches dieses System aufrechterhält und es weiterführt durch Lügen und Eigenschutz. Und als ich das im Vorfeld des Irakkriegs sah, konzentrierte ich mich immer mehr auf Antikriegsaktivismus. Aber dadurch sah ich, dass die Medien ein großes Problem waren. Denn ich merkte, dass man nur so und so viele Flyer verteilen konnte. Aber wenn man nicht irgendein Medium hat, um seine Nachricht zu verbreiten und dem Bullshit-Etablissement entgegenzutreten, dann wird dir keiner zuhören. Ich merkte also, dass ich mich mit Medienaktivismus beschäftigen musste. Und von einem Aktivistenhintergrund kommend, stellte ich mir nie die Frage, wie kann ich eine professionelle Journalistin werden? Und tatsächlich ging ich nicht auf eine Journalistenschule, was aber so viele Journalisten tun, die dem System beiwohnen. Weißt du, wenn du total besessen davon bist, Journalist zu werden, dann vergisst du irgendwie, wie man Journalismus betreibt. Es ist manchmal wie in einer Kunstschule, wo man so reglementiert ist, was Kunst betrifft, es ist wirklich altmodisch. Im Augenblick brauchen wir neue Medien, eine neue Medienwelle, die nicht von dieser altmodischen Art des Denkens reglementiert ist. Ich muss nicht nachschauen, was das US-Außenministerium mir sagt oder diese Pressemitteilung der Regierung, um zu wissen, dass es Bullshit ist. Ich muss ihre Alternativen nicht als ihre Stimmen präsentieren, wenn ich meine eigene Sichtweise gebe. Ich will nur sagen, dass wir alle schon wissen, was sie sagen. Also wägen wir dabei nicht beide Seiten des Problems ab. Und somit gehe ich einfach mit aller Kraft hinaus und ich sage genau, was ich denke. Ich finde, es ist wirklich erfrischend, für viele Leute eine Journalistin zu sehen, die sich wirklich Gedanken macht und Vollgas gibt. Ich denke, der größte Kampf, den wir haben, ist der der Medien. Und was ihr hier macht, ist entscheidend, weil das die Akteure sind, denen wir zuhören und uns die Nachrichten bringen. Unglücklicherweise gibt es eine Menge Leute in der Medienrevolution und der Renaissance des Bürgerjournalismus, die sagen, oh, wir werden einfach die meinungsführenden Medien in die Bedeutungslosigkeit schicken. Und das stimmt. Und das tun wir gerade dadurch, dass wir diese Alternativen aufbauen. Das Problem ist nur, zumindest in den USA, dass 50% der Amerikaner immer noch die Massenmedien schauen und ihre Informationen von den Massenmedien bekommen. Und deshalb kann man nur so viel tun, um zu versuchen, diese Meinung zu ändern, die so tief verwurzelt ist bei den älteren Generationen. Aber ich denke schon, dass die jüngeren Generationen ins Internet gehen und ich weiß, dass die Erschaffung und der Inhalt neuer Medien das Wichtigste ist, was wir im Augenblick tun können, um Herzen und Verstand zu verändern und um wirklich die Revolution des Bewusstseins aufrechtzuerhalten. Und es passiert. Es passiert überall, aber es gibt ein Problem im Internet, denn all diese Algorithmen und so weiter versuchen irgendwie unsere eigenen Vorurteile zu bestätigen. Wir haben alle verschiedene Suchmaschinen, die unsere Nachrichten auf uns ausrichten und wir müssen uns deshalb darüber bewusst sein, dass wir immer noch eine Aufnahme von verschiedenen Informationsquellen haben können, um unsere eigenen Meinungen zu finden und zu formulieren und nicht nur weiterhin bestätigen, was wir eh schon denken und uns mit Leuten umgeben, die Ja-Sager sind. Wenn wir also verstehen, dass das passiert und wir das Internet als ein konsensbildendes Hilfsmittel benutzen, mit dem wir verschiedene Gemeinschaften und Leute erreichen können, die verschiedene Meinungen haben, aber versuchen, diesen Konsens zu bilden, während wir weiterhin diese alternativen Wege nutzen. Was mir Hoffnung macht, seid ihr. Ich meine, jeder hier, die Zeitgeistbewegung, das ist alles überwältigend. Es ist wirklich berührend, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, dass meine Sendung sie inspiriert hat. Und es ist schwer, in Washington zu leben und in einem Studio zu sein, wo man irgendwie eingeschlossen ist, von all diesen Leuten umgeben, die innerhalb des Systems arbeiten, das meiner Meinung nach komplett defekt ist. Und wir können nicht unsere Zeit damit verschwenden, ein System, das defekt und veraltet ist, zu reformieren. Es ist deshalb unglaublich, aus dieser Blase herauszukommen und zu sehen, wie viele Leute einer Meinung sind und wie viele Leute schon daran arbeiten, ihr eigenes zu bauen. Ich meine, all diese unglaublichen ökologischen Transformationen und technischen Fortschritte, die stattfinden, aber von denen das System nicht spricht, weil es sie zu sehr in Frage stellt. Und das ist es, was mich so inspiriert und motiviert. Ich finde einfach, dass wir uns weiterhin gegenseitig inspirieren müssen und gegenseitig unsere Botschaften verbreiten und uns gegenseitig aufbauen müssen. Denn wir müssen weiterkämpfen. Wir werden gewinnen. Und wir sind am Gewinnen. Die Leute wissen, was los ist und sie brauchen nur die Instrumente, um herauszufinden, wie sie Teil davon sein können.
Nicht aufgeben. Ich weiß, das scheint unglaublich höhnisch. Alles ist total im Arsch. Egal, wo du hinsiehst, es scheint so, als ob man nichts tun könnte. Aber man kann etwas tun. Ich sage den Leuten immer, dass ich den Medienweg gegangen bin. Aber ich finde, welches Thema auch immer einen am meisten anspricht, ob Ernährung, Wasser, Ausbeuterbetriebe, nun, wie die Hydrokulturen, über die man spricht, und die Agrarrevolution, halte an den Themen fest, die deine Seele am meisten ansprechen. Und auch wenn du in einer entfernten ländlichen Gegend lebst, sei ein Knotenpunkt, beginne einen Blog, mach einen Podcast, geh auf Sendung. Ich meine, all diese Dinge, die man machen kann, geh auf media.com. Denn es gibt gleichgesinnte Leute da draußen. So sehr die Führungsschicht auch kritisches Denken und Alternativen auslaufen lassen möchte, wir existieren und wir sind stärker als sie. Und unsere Stimmen sind sehr viel mächtiger als von den Leuten, die unsere Realität diktieren. Und wir müssen diese Realität verändern, indem wir einfach unsere eigene kreieren und wir Gemeinschaften und Gleichgesinnte ansprechen. Und zweitens, du wirst Leute auf deinem Gebiet treffen, die sich gegenseitig anspornen und man kann sich gegenseitig inspirieren und realisieren, okay, du bist großartig, ich wusste nicht mal, dass du gleich die Straße runter wohnst. Ich finde, dass wir so getrennt sind von Leuten und isoliert in unserer modernen technischen Gesellschaft, dass wir nicht einmal mehr mit unseren Nachbarn sprechen und mit den Leuten im Zug, in der U-Bahn und so. Ich denke, wenn Leute das häufiger machen würden, würden sie merken, wie viel mehr wir eigentlich gemeinsam haben. Und wie viel mehr wir zusammen erarbeiten können und wirklich eine bessere, nachhaltigere Welt schaffen können.